Hey, was geht? Wieso habe ich wieder Kopfhörer an? Wir schauen uns doch eh nur Bilder an. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 12 Uhr mittags. Ich bin gerade eben erst aufgestanden. Ich habe ein sehr, sehr starkes Pollenallergiemittel genommen und bin übertrieben müde, Alter. Wir schauen uns heute wieder ein paar Kleinanzeigen an zum Wachwerden, meine Freunde. Falls ihr es natürlich nicht wisst, ich streame heute Abend wieder um 18 Uhr. Seid auf jeden Fall mit dabei, sonst verpasst ihr nämlich Folgendes. Ich weiß nicht, was Leo jetzt hier für Clips eingeblendet hat. Keine Ahnung. Also ihr verpasst auf jeden Fall irgendwas, wenn ihr nicht dabei seid. Wir schauen uns heute wieder 20 Kleinanzeigen-Fails an, die Tobi mir netterweise rausgesucht hat. Ihr wisst momentan, Kleinanzeigen, kompletter Krisenmarkt. Ich habe keine Ahnung, was da momentan abgeht. Ich sehe so viele Markierungen und DMs auf Instagram von Kleinanzeigen-Fails, wo ich mir gedacht habe, Leute, ihr wollt es, ihr kriegt es. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Bild und sehen hier auf jeden Fall eine ganz, ganz stabile Anzeige. Eine arschhässliche Lampe. Moin, ich biete hier wie in der Beschreibung zu entnehmen, diese arschhässliche Lampe zum Verkauf an. Die 10 Euro sind nur eine Abschreckung für Fehlgeleitete. Von mir aus ist die Lampe umsonst. Also wer sich traut, diesem Einrichtungsfauxpas zu erkennen, Anfragen sind willkommen. Ja, ich muss an der Stelle sagen, diese arschhässliche Lampe ist tatsächlich arschhässlich und ich würde dafür niemals im Leben 10 Euro zahlen. Ich glaube, man wird automatisch zum Hartz-IV-Empfänger, wenn man zu lange unter dieser Lampe sitzt. Da muss nur noch ein Fliesentisch dazu, so Kaffeekränze auf dem Tisch, ein paar umgeworfene Bierdosen und ein richtig voller Aschenbecher, wo diese ganzen Stummel so rausgucken. Raus mit die Viecher! Würde ich mir gerne kaufen. Ich hätte nämlich echt mal gerne ein bisschen Ruhe. Lego Star Wars Jedi K.I.D. Mundi Peniskopf. Ja, er ist es. Es ist Jedi K.I.D. Mundi Peniskopf. Man kennt ihn. Damals bei Star Wars, ich glaube Episode 4, ist er ganz kurz im Hintergrund zu sehen, wie er mit seinem Peniskopf einen Stormtrooper hops nimmt. Natürlich kommt diese Anzeige hier auch an der Stelle aus Spandau. Hand of Blood scheint momentan eine große Langeweile zu haben und scheint momentan Kleinanzeigen zu schalten. 5 Euro für einen Peniskopf, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein faires Angebot. Da kann man sich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Und rein in das Schnäppchen. Ja, was kostet? 25 Euro. Welche Nummer? 28 mal 34, also 38 bzw. M. Schulege klein, ich brauche ein großes Ciao. Ja, Mann. Ja, Mann, Digga. Ja, Mann. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Das ist das Schöne an unserer Sprache. Egal, wie sehr wir aneinander vorbeireden, egal, wie viele Neologismen und wie viele eventuelle Sprachbarrieren bestehen, wir können uns trotzdem noch miteinander unterhalten und eine richtig gute Konversation führen, ja? Das ist, was ich meine, Alter, ey. 38 mal 34, also 38 bzw. M. Schulege klein, ich brauche große Ciao. Genau so ist das. Freut mich sehr, dass die beiden hier auf jeden Fall ein richtig tolles Gespräch hatten. AC Schlitzer, 28 Zoll, 4x BMW E4, irgendeine Felge, keine Ahnung, vom E46, Alufelgen, Gold, eventuell Tausch. Könntest du mir die Felgen mal ausleihen? Möchte mir nächstes Wochenende versuchen, ein paar zu machen? Alles klar. Warum auch nicht? Natürlich kann man mit den Felgen richtig gut klar machen. Die Frage ist natürlich, hat der Kerl dazu die passenden Autos oder trägt er sie einfach nur um den Hals, so wie Flavor Flav? Ich kann es euch nicht sagen, meine Freunde, aber ich sag's mal so, ich habe auch ziemlich große Felgen und habe bis jetzt noch keine klar gemacht. Also an den Felgen, also ich glaube, Felgen helfen da nicht. Ich glaube, man braucht deutlich mehr, um eine Frau zu klären, als ein paar Felgen. PC, Gaming-Gehäuse. Geht es auch gleich? Ja. Kann ich morgen kommen? Mein Mann wird doch noch nicht spät, sonst wird mir das zu... Was? Another one. Kann ich morgen kommen? Mein Mann ist doch noch nicht da, sonst wird mir das zu spät. Sorry. Bitte? Bitte? Also, ich meine, das jetzt am Ende hätte vielleicht nicht dahin gemusst. Weiß ich jetzt nicht. Es geht hier auch nur um PC-Gaming-Gehäuse. Vielleicht hast du erstmal mit deinem Mann, beratschlagst dich und dann wartest du einfach bis morgen, holst es dann ab. Vielleicht möchte der Mann ja noch mal einen letzten Blick drauf werfen, ich weiß es nicht. Habt doch einfach ein echt schönes Eheleben und genießt euer. Hallo, habe Interessent für Wohnzimmer. Hallo, wäre es für dich, meine Kollegin möchte nur mit einer Frau wohnen. Ich auch. Ich möchte mit Frau wohnen. Okay, an der Stelle Grüße geht raus an den Kerl, der sich hier in die WG reinsneaken möchte. Ja, er möchte auf jeden Fall da wohnen. Die Kollegin von ihm scheint da nicht so das Interesse zu haben. Die möchte nur mit einer Frau wohnen. Das Gute ist, dass der Kerl, der ja sicherlich männlich ist, auch nur mit einer Frau wohnen möchte. Also passt das eigentlich ganz gut. Da kann man sich auf jeden Fall auf die neue RTL-Serie freuen. Die Horror-WG. Ein RTL! Mario Party 8 Wii-Spiel. Guten Tag, ich bin sehr an Mario Party interessiert. Was halten Sie von 10 Euro? Nichts. Schmeckt. Ja, was soll man dazu sagen? Er hält von 10 Euro auf jeden Fall absolut den Abstand. Und die 10 Euro haben mir an der Stelle nicht geschmeckt. Das war auf jeden Fall kein Handelsmann 1000. Hat nicht so gut funktioniert. Kann man auf jeden Fall da nochmal ausbauen. Corona-Hilfe in einer Facebook-Gruppe. Ironisch. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so hilfreich ist, wenn sich alle... Ich meine, ja, die fassen sich nur in die Handgelenke. Aber ihr wisst ja auch, dass man seine Hand bis hierhin waschen soll. Also momentan wasche ich meine Hand wirklich... Ich wasche meine... Ja, also ich wasche meine Arme mit, das wollte ich sagen. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, eine Corona-Hilfe zu gründen. Finde ich aber eine echt tolle Idee, eine super Gruppe. Da werde ich mich definitiv nicht melden. Ich helfe gerne. Bin sehr freundlich. Okay.
Ja, an der Stelle weiß ich jetzt nicht. Also es gibt ja so Gesichter, die... Er sieht auch sehr freundlich. Er sieht sehr freundlich aus. Hat so ein bisschen was Verrücktes, so leicht was Psychopathisches. Aber vielleicht ist genau das das, was man braucht. Also vielleicht braucht man einfach einen freundlichen Psychopathen in seinem Leben, der einem irgendwo bei hilft. Ja, ich weiß nicht. Ich habe seine Augen durchdringen. Hör auf, mich so an. Seine Seele ist in meiner Seele. Halt deine Schnauze. Circa 16 Steine. Leider kann ich nicht so viel zu den Steinen sagen. Sind circa 16 Steine. Zustand siehe Bilder. Hier verkauft jemand 16 Steine für 12 Euro. Die sind mit Moos bewachsen. Wer möchte 16 Steine kaufen für 12 Euro? Ich glaube wirklich, dass niemand einen Stein für umgerechnet 80 Cent oder sowas kauft. Das ist viel zu teuer. Ich glaube, so ein Stein kostet im normalen Bau, Handelseinkauf 15 Cent, wenn überhaupt, so ein Backstein. Und die sind nicht mal, ich meine, die sind komplett verwittert. Wer verkauft Steine? 16 Stück für 12 Euro. Ritzenhof und Breker. Teller schwanger, Muttertag, Vatertag, Geschenk. Interessiert vor mehr als einer Woche in Bonn, Nordrhein-Westfalen. Ja, hier gibt es Ritzenhof und Breker Besteck, beziehungsweise Geschirr. Wenn der Teller schwanger ist an der Stelle, da kann man dann auch nicht viel machen, sondern nur das Beste wünschen. Bibis Beauty Palace an der Stelle. Ich wünsche dir alles Gute für dein Kind, Kevin Teller. Game Boy Advance SP in Tribal Silber. Ist der Rotz noch zu haben? Esmer, hallo, ist der Rotz noch zu haben? Ach nee, Esmer ist, glaube ich, sein Name. Gut, normalerweise schreibt man dann freundliche Grüße, Esmer oder sowas, aber scheinbar ist das hier einfach so ein Ding. Ist der Rotz noch zu haben? Esmer. Ja, so fängt man auf jeden Fall eine Verhandlung an. Man redet erstmal das zu erwerbende Produkt schlecht, damit man sich hier einen Vorteil erschaffen kann. Finde ich sehr, sehr clever. Sehr, sehr gut gemacht. Top, top, top Nummer, top. Gallo, Willhaben-Code. Hallo, mir fehlt der letzte Preis. Okay, ich weiß nicht, was dieses Willhaben-Ding ist. Ich habe mich ja, glaube ich, schon mal gefragt. Wahrscheinlich irgendeine App für irgendwelche Leute, die irgendwas auf Kleinanzeigen machen. Keine Ahnung. Aber ihm fehlt es jetzt hier am letzten Preis. Also, ja, hallo, mir fehlt der letzte Preis. Ja, du sagst es. Bis hier, wenn ich so eine Nachricht schreibe auf Kleinanzeigen, no front, es kann nicht jeder so gut Deutsch. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich spreche selber nicht mal fließend Deutsch, obwohl ich hier geboren bin. Ich kann nicht mal CH und STH unterscheiden. Aber vielleicht überlege ich doch dann ganz kurz zumindest, wenn ich so eine Nachricht absende, ob ich nicht mal jemanden drüber gucken lasse oder sowas. Wobei, auf der anderen Seite ist es eigentlich egal, weil ich wahrscheinlich gegenüber auch so jemanden sitzen habe, der... Ich habe nichts gesagt, Leute. Macht einfach euer Ding. Peace, Love und Harmony. Deutsche Riesenhase. Ja, der Hase ist verdammt riesig. Für 50 Euro auf jeden Fall einen riesigen Hasen zu kaufen, warum nicht? Wenn man auch einen Hund haben könnte. Einen einfach übergewichtigen, adipösen Hasen, der wahrscheinlich in 12 Tagen an einen Herzinfarkt stirbt. Ja, findet Hasen... Ich habe eine Allergie dagegen. Warum man sich sowas kauft, ist mir immer noch schleierhaft. Hallo, verkaufen. Okay, hier werden einfach Fische verkauft, die scheinbar jetzt hier weder betitelt sind, noch was für eine Art Fische das sind, wie viele es sind. Also hier steht einfach nur Hallo, verkaufen, ja? Warenkorb, Abfahrt. Vielleicht ist es auch gar nicht das, was verkauft wird. Vielleicht ist es einfach irgendein random Bild, was von seinem Handy ist. Vielleicht verkauft er was ganz anderes. Meldet euch da einfach mal. 50 Euro ist eigentlich ein gutes Angebot. Für was auch immer. Geld ist angekommen, ich schicke heute los. Tastatur angekommen, ist kein Bluetooth, also hat die keinen extra Stick. Im Batteriefach ist unten ein Knopf, den ein paar Sekunden gedrückt halten, dann blinkt ein LED bei den Pfeiltasten und du kannst mit dem Computer verbinden. Dankeschön, gewusst wie. Eine Bussi und eine gute Bewertung fliegen zu dir. Kuss. Das ist Holzum. Das ist wholesome und freundlich. Das bin ich normalerweise von Kleinanzeigen-Chats nicht gewöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Extrem nice. Freut mich wirklich, dass die beiden hier echt eine gute Freundschaft geschlossen haben. Guck mal hier. Und so funktioniert das in der solidarischen Gesellschaft. Wir helfen uns einander und reden miteinander und finden gemeinsam lösungsbasierte Ansätze. Tolles Ding. Stellt euch mal vor, wir würden alle so sein. Dann wäre die Welt vielleicht ein besserer Ort. 12 Monate, 20 Euro. Du hast mich schon genervt. Mach das bitte bei anderen, damit ich nicht blocken muss. Hau ab, du Klubs*****. Ja, Klubs-Scheiße. Klubs-Scheiße. Es gibt einfach Nachrichten, da versteht man wirklich nicht, was wollt ihr mir sagen? Was wollt ihr mir sagen mit so einer Geschichte? Genauso oft kriege ich Nachrichten auf Instagram-DMs und ich schaue mir die Nachricht an und ich überlege wirklich 10 Minuten, was willst du mir sagen? Aber ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf und genauso ist es hier. Ich verstehe es nicht. Kulo-Schreiben. Gute Kulo-Schreiben. Ist ein guter Kulo-Schreiben. Für 80 Euro kann man eigentlich dazu sagen. Sieht aus nach einem Mont Blanc oder Lamy. Ich glaube, es ist ein Mont Blanc. Kulo-Schreiben. Kulo-Schreiben sind immer wichtig. Gerade für 80 Euro kann man da eigentlich nichts gegen sagen. Und rein da. Stopp den Klopapierwahn. Bidet-Browser zum Sonderpreis. Bidet. Oh. Hier wird auf Meme-Basis also agiert. Ich sehe schon. Okay. Hier auf jeden Fall. No Klopapier. Bidet-Browser. Ja, Mann, Drake. Du sagst es. Ja, kann ich nur beipflichten. Ich habe mich sowieso immer gefragt, warum Klopapier? Ich meine, jeder Mensch hat eine Dusche zu Hause. Und seid doch mal ganz ehrlich. Man sch*t doch in die Dusche. Man sch*t in die Dusche, oder? Lolex Submit Hamburger. Ja, die gute Lolex Submit Hamburger. Das ist keine Submariner. Lolex Submit Sauce Lecker Hamburger.
Für 35 Euro kann man da auch nicht sagen. Die ist wahrscheinlich hundertprozentig echt. Das glaube ich an der Stelle mal komplett. Sieht toll aus. Ist eine Datejust Submariner, so wie ich das hier sehe. Ganz tolles Ding. Kann ich auch nicht mehr zu sagen. Ich habe irgendwelche Wörter gesagt, die ich mal gehört habe bei Justin in dem Video. Keine Ahnung, was das für eine Uhr ist. Aber ich glaube, 35 Euro ist der angebrachte Preis dafür. Und das war es an der Stelle auch glücklicherweise schon wieder, meine Freunde. Wisst ihr, ich kann mir einfach so eBay-Kleinanzeigen nicht lange anschauen, ohne dass ich irgendwie physische Schmerzen bekomme. Das ist wirklich so. Ich kriege ein Stechen die ganze Zeit in der Brust. Vielleicht liegt es so einfach daran, dass ich seit 3 Wochen keinen Sport mehr gemacht habe. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr zwischendurch lachen musstet, dann könnt ihr gerne, keine Ahnung, euren Freunden davon erzählen. Ich weiß es nicht, was ihr in eurer Freizeit momentan so macht. Ich habe doch selber keinen Plan. Falls ihr Bock habt, heute Abend in meinen Livestream reinzuschauen, macht es auf jeden Fall. Wir werden wieder Reactions machen. Hoffentlich ein Community-Projekt und dann ein bisschen GTA spielen. Ich bin an der Stelle raus. Macht's gut, haut rein. Bis dann. Tschüss.